meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Need for Speed, zusammen mit dem Kleggy. Hallo. So, warte mal, Manu. Was ist das jetzt hier? Bunker. Trifft dich mit Manu im Bunker, okay, das ist eine Zwischensequenz, die ich machen muss. Okay. Währenddessen kannst du ja auch schon mal eine Castle-Lackierung auftragen. Genau. Wenn es das für das Audi überhaupt gibt. Niemals. Cops fahren Chargers mit reichlich Power. Die Outlaw-Mission, das ist richtig scheiße, weil für die Outlaw-Mission musst du Bullen finden, weil du musst ja beispielsweise, ne, zwei... Schwester nach 10 Minuten durchhalten, oder bis folgendes so. Level 3 oder so. Genau. Ist so. Aber ganz cool eigentlich. Moment, Zwischensequenz. Ja. Hm? Wenn die Bullen da mal da sind. So, komm, Zwischensequenz jetzt. Alter. Sieh dir das an. Du hast viel zu lernen, junger Grashüpfer. Wie hast du mich bemerkt, Mann? Ich dachte, du meditierst. Das war Visualisierung. Meditation hilft dir, präsenter zu sein, Spikey. Und nicht total abzudriften. Du machst das bestimmt auf dem Auto, da bin ich sicher. Ja, genau. Was soll das heißen, hm? Man setzt sich nicht auf eine Matte und wird präsent, wenn's losgeht, Mann. Nein? Nein, man ist aufgekratzt. Zieht sich Musik rein oder so. Aufgekratzt? Okay. Nimm das mal. Okay, du bist schon halb da. Mhm. Du kennst doch Ken Block, oder? Ach, schon wieder Ken Block, Mann. Unfassbarer Typ. Der macht echt krasse Videos. Gymkhana-Videos. Haben über 100 Millionen Hits. Das ist fast wie ein Actionfilm, außer dass es echt ist, verstehst du? Hier, du kennst das bestimmt schon. Aber er hat immer was Neues. Ah, ich schick dir den Link. Nimm es als Inspiration. Dann trennen wir die Männer von den Jungs. Yeah, komm. Fester Handgriff, Mann. Pussy. Ja, Spike ist wirklich eine Pussy. Wissen wir doch. Was willst Robin bitte? Jetzt hab ich aufgelegt, scheiße. Egal. Nochmal. Trifft dich mit Robin in der Halle schon wieder? Moment. Nee, Alter, war ich doch schon. Da würde nichts mehr sein, würde ich behaupten. Kannst du schredden? Bei einem Driftversuch kannst du es. Was ist denn schredden? Keine Ahnung. Alles klar. Schreddern kenne ich, aber das hat auch nicht viel mit Driften zu tun. Halten Sie sich von Ärger fern. Nö, klar. Das ist auch die Frage, weil ich ihr 50 Dollar gegeben hat. Das, ach so, ich habe eine Strafe bezahlt. Ich dachte, die zieht sich jetzt aus dafür. Tja. Das ist wieder eine Zwischensequenz. Ich guck mal. Vielleicht hat man die ja schon. Ah, ne, neu. Okay. Keine Sorge, das sind normale Typen wie du und ich. Echt komisch. Die haben mich noch vor 2 Minuten angerufen. Mann, wirklich süß. Pass auf. Risky Devil Hackfleisch, ihr seid erledigt! Okay, okay, ich gebe auf. Das war Kupsi. Oh, wirklich? Mit Schweinemasken. Was sagt ihr dazu? Ehrlich? Du bist die auserwählte Pizzaschneiderin, was sonst? Das sind die Jungs, die du treffen solltest. Was geht ab, Kumpel? Ich kenne deine Moves, du Killer. Echt, Barbara? Ja, aber wenn du dich mit den Jungs anlegen willst, brauchst du mehr Respekt. Komm schon, verbeul deinen Schlitten. Mhm. Demolier ihn richtig. Dreh ihn hoch und zeig's den Reifen. Yeah. Bist du bereit für sowas? Gib her. Setz dich. Oh Gott, das ist teilweise wirklich peinlich. So, neue Nachricht, Amy.
Amy, Legende auf Rädern, rase in einem Punkt-zu-Punkt-Sprintrennen bis zum Ziel. Wer als erster gewinnt, gewinnt. Da muss ich auch die Karre wechseln. Ah, Menü will aber auch oder irgendwas. Yo, Mann, muss raus aus der Stadt. Cops sind aus irgendeinem Grund hinter mir her. Gut, wir machen auch schon wieder eins von Menü, ne? Er trifft schon wieder. Driften, ja. Weil das andere ist Amy, die den Porsche jetzt von diesem Nakai Sanda hat. Und da brauche ich mit der Karre nicht anzutreten. Die ist für Sprint nicht geeignet. Kannst du einladen? Du kannst mich einladen. Wenn der Civic gut Flügel. Breit und eng. Breit. Und eng. Das wird da gar nichts von der Auto hier. Spart doch viel Platz. Warte auf Spieler, jetzt. Bezwinge den Versuch okay, mit Amy und Mann. Oh, das ist wirklich eng. Vor allem vor als erster durchziehen, fertig ist. 20.000 musst du hier erwirtschaften. Alter. Ist heftig, ne? Ja, das ist ein bisschen. Ich komme ja gar nicht auf Speed, wenn ich, sobald ich da anfange zu driften, knall ich sofort irgendwo rein. Auf keine Punkte. Ich war ja teilweise mit 40 um die Kurven. Das geht bei mir nicht. So, ich hab die Punkte. Sieht's bei dir aus? Ich kann hier hinten so viel rum. Ja, deine Karre braucht jetzt einen Haufen Speed, ne? Ja, das funktioniert mit solchen Monsterkarren nicht. Da kannst du nicht einfach so langsam driften. Ist das ein Hecktriebler, den du hast, oder Allrad? Das ist Allrad. Ach so, na gut. Weil der RX-7 ist lieber Heckdrifter, ne? Warte. Ja. Da kommt der, das ist ja den Arsch. Kannst du das ja machen, der hat ja auch keine 900 PS. Da geht er nicht gleich durch, beschleunigt bis sonst wie viel. Reicht ja, wenn du schön langsam durch die Kurve gleitest beim Drift. Richtig. Ist nicht schnell, soll ja nur elegant aussehen. Richtig, richtig. Jetzt hier werden sie mal ein bisschen breiter, da krieg ich mal ein paar Punkte. Ja. 20.000 brauchst du ja noch. Beendet mit 60.000. 63.000. Neue persönliche Bestleistung. Und du wirst dritter. Ja, ist klar, wenn du es noch nicht gefahren bist, ne? Ist richtig. Er steht trotzdem immer da. Neue persönliche Bestleistung. Ja, ich habe zumindest über 20.000, das hat gereicht. Du siehst du. Ja, auf den großen Strecken dann, ne? Also auf den breiten Abschnitten. Ja, wurde. Boah, hatte ich, wo ich dort hingekommen bin, da hatte ich vielleicht 2000 Punkte vor. Das war super cool. Sind noch jede Menge Berg. Hey, Robin hier. Hab Lust zu driften. Rate, wer da sein wird. Risky Devil. Willst du mitmachen? Das wird gut. Nein, gilt nicht. Komm einfach. Ja, ja, wir kommen doch schon. Moment. In die Event können wir noch fahren. Das komische Mädel will wieder hier. Ach du Scheiße, haben wir gleich zwei von der Sorte. Das ist ein Sprintrennen und das ist ein Drift-Contest. Okay. Dann gehen wir da hin. Driften, also wie gesagt, also Driften macht mit den RX-7 mehr Spaß wie mit den RS. Ist ja klar. Hm. Ecktriebler halt.
Ja, mit Fronten. Wie sieht's eigentlich mit Fronttrieblern aus im Bereich Driften? Ist eher mau, ne? Aber hast du hier überhaupt einen Fronttriebler im Spiel? Weiß ich gar nicht, ob es den gibt. Doch, der Honda Civic ist da drin. Honda Civic ist normalerweise Fronttriebler. Kannst du dich anladen? Ja. Aber du hast dein ST ist der Wohnfrontriebler und du kannst noch mit den Not durchgehen, oder nicht? Ja, aber du musst da schon. Erstmal musst du einen Risch reinzwingen und du kannst da nicht mit Leistung durchdriften. Also du musst ihn so weit rumschmeißen und dann quasi rollen lassen. Weil wenn du vorne Gas gibst, hast du immer das Problem, dass er dann. Da kommt er dann wieder gerade. Aha. Schwer steht da. Ja, ja. Schlag voll ein! Ja, du siehst aus. Voll Quatsch. Da hast du mal die Laterne weggerüst. Ja. Ich hab's genau gesehen. Okay. Achtung, ich komme. Hallo. Oh, die hab ich ganz gut gekriegt. Das. Boah. Die nicht. Doch. Ja? Ich bin nicht gegen eine Mauer geknallt. Ja. Das tut mir leid wegen der Ampel. Hey, sag mal, ich weiß, dass dir die Heckleuchten gefallen. Die Tankstelle! Ich weiß, die Heckleuchten sehen wirklich gut aus. Das muss man lassen bei den Nissan. Ja, du musst ja deswegen nicht gleich ins Heck fahren. Ich bin ja nicht ins Heck gefahren. Doch, bei mir ging es ganz kurz in den Puff. Ich dachte, dass du das warst. Mhm. Ja, ich wollte dich selber kurz umnehmen. Das ist manchmal eine idiotische Straßenführung. Ja. Ach, da kommt er von der komplett anderen Seite. Ja, ja, ich hab die blaue Linie nicht mehr gesehen. Ach nee, jetzt nicht noch die scheiß Bullen. Ah, ich war hier hoch. Und ins Haus, nein. Guten Morgen. Moin. Boah, wieder die Tankstelle. Hä, hörst du es gerade richtig? Was denn? Im Soundtrack, das wünscht dir aber. Ja, ja, von Genetik. Ist doch von der Dings da. Toten Hosen eigentlich. Ja, ja, aber Genetik hat das halt für Nitro Speed nochmal neu gemacht, oder? Ja. Ja, Soundtrack, das ist wiederum den Luxus, den du hast. Ja. Den können wir nicht machen. Scheiß GEMA, scheiß Verbrecher. Du musst sie doch einfach nochmal anrufen, musst nochmal dich mit denen einigen. Ja, ja. Die Kohle, die die dafür haben wollen, die verdienen ich nicht im Monat. Aber man muss schon sagen, also dass hier von der deutschen Band Sound, der ist drin ist. Ja, ich glaube Genetik oder Ernst schon, der das mit der Lieder drin hat. Aha. Schau mal da die Tankstelle, Alter. Ja, die ist schlimm, ne? Sackgang ist die. Oh, jetzt sind schon die Sekunden runter. Jo. Erster mit 57.000. Letzter. Letzter mit 27.000. Fast. Aber. Es ist diese engen kleinen Strecken, das ist nichts von klein. Also, selbst wenn du den auf Drift stellst, es ist nicht dafür gedacht. Merkst du. Es würde mit dem Evo wahrscheinlich besser funktionieren. Ja, das war ein Spaß, es gibt noch mehr, aber nicht ab, wir hauen noch nicht ab, aber wir moderieren ab für heute. Klicki! Du moderierst ab. Was? Na, du! Du hast aber anmoderiert, aber gut. Egal, ja, aber hey, warte mal, du, immer der Montag, Dienstag... Der 5. Ja, stimmt, ja, aber trotzdem, weil Freitag ist, machst du es. Weil Freitag ist, wünsche ich ein schönes Wochenende, das Däumchen nicht vergessen für die große Raserei. Und wir sehen uns. Tschüss! Und nicht im echten Leben nachmachen. Ja, ja. Tschüss.